Ich würde Mit einem. den Holzfäller dann nehmen, aber ich richte mich da nach euch. Kannst du gerne machen. Aber durch den Schatzjäger halt kann ich. Weiß ich vorne rein, ob es ein Monster ist oder nicht. Okay. Ach so, weil Richtig. die Truhen ja teilweise sich so verwandelt haben. Ja. Ja, Imitatgeflüster hat der Schatzjäger als Fähigkeit. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das alles war. Man müsste da auch irgendwelche Kräuter dann am besten immer noch klemmt, wo halt nicht haben. Und die Pfeife aufleveln und so. Aber kommen wir schon dran. Das ist der Modus, den ich jetzt drin habe. Der Keller, das ist ja einfach nur dieser Dungeon. Ach so, okay, stimmt. Aber Dann. wir können aber auch. Nee, mach auch, mach auch. Ich bin gleich in 4,5 Minuten hoffentlich soweit. Nein, ich meinte auch, wir können auch den normalen Modus spielen. Das habe ich Nee, gemeint. wir nehmen zuerst einmal den Dungeon. Da lernt die Kamelzen erstmal die Grundlagen kennen. Und wenn wir da bei Zelten rausfliegen, dann können wir immer noch auf die Map gehen. Ja. Und die Charaktere schaltest du dir auch in-game frei mit Events. Manche musst du auch andere Modus dann spielen. Oh, ich weiß noch damals, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, wo wir das gespielt hatten, wo wir halt über die übelst lange Session, wo wir dann so irgendwann, ich glaube um 2 oder so, mal auf die Uhr geguckt haben, ach komm, möchten wir ja so langsam mal aufhören und dann immer wieder mal eine neue Waffe und wieder ein neues Ich Gebiet und glaube, das wieder war mit drei. Pixel gewesen. Aber wir hatten auch schon mal einen dabei. Der hat sich danach, glaube ich, nie wieder ge gemeldet. Da hat man doch auch mal Naja. einen richtig guten dabei, der sich da auskannte. Aber egal. Keine Ahnung, ich glaube, mit Pixel hatten wir die Ja, Pixel-Pan da. mit Pixel war die übelst lange Session, ja. 3 Minuten 17. Geht. Und Also er ist das. jetzt nicht mehr so dramatisch nach oben gekracht wie erst am Anfang, also von daher dürfte es eigentlich relativ fix gehen. Außer er installiert dann noch stundenlang. Alter, was machst denn du? Müssen wir dann mit dem Teufel rumrennen oder was? Ach stimmt, hier gab es doch auch so übelst witzige Items, Skins sind das. Die man im Spiel gekriegt hat. So übelste Mützen und so, wo du dich dann selber nicht mehr ernst nehmen konntest. Ah, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Oh, das wird geil. Das sind aber Skins, die du dir freischalten musst. Ja. Aber Vor allem hier, Dämon mit Engelsflügel oder so. Ah. Habe ich gerade. Ja, ich sehe es. Rucksack, Pelz, Dämonenflügel. Ah. Das gehört eigentlich so, das gehört zusammen. Ich glaube, ich spiele den so. So, Naja, sorry. Das sind wir ja auf beiden Seiten abgesichert. 35 Sekunden. Juhu. 29. 26. Go, go, du schaffst das. 21, 19, 17. Wir sind gleich im einstelligen Bereich. 13. Ich kann ja eigentlich schon einmal spielen. Spiel starten, sobald bereit und aktuelle Bandbreitenbeschränkung aufheben. Dann ziehe ich euch schon mal darüber wieder. Und das kann wieder darüber. Und dann machen wir hier mal wieder Ordnung. Nein. So. Download abgeschlossen. Ja. Klasseninfo. Ich guck mal kurz was. Gelehrter geht auf intelligent. Also ich spiele meinen auf die Wahrnehmung. Damit
Na, bei mir mit dem Holz will aber ja größtenteils Stärke bleiben. Ich muss jetzt erstmal hier kurz Spiel Tutorials aktivieren raus. Stärke und Lehm, also dieses Herzsymbol. Warte So. mal, kann ich noch mal kurz die Sprache einstellen? Man steht auf Englisch. Kannst du einstellen? Ich habe es auf Deutsch. Ja. Wo? Da muss ich, glaube ich, noch mal Ja. raus zum Menü. Deswegen warst du erst so überrascht mit Fragen freilassen. Ich dachte, hä, was Müller denn? Spielname. Chaos. Ja, ich bin aber gerade auch rausgeflogen aus der Ach so. Sitzung. Ach so. Ich mache aber einfach neu. Neues Spiel. Barnes Keller. Reisen. Ah, haben wir nur Reisenden. Mal. Garner Cookhouse. So, Spiel erstellen. Ist hier offen. Jetzt habe ich zweimal Chaos drin. Hildebrands Keller und Frostabenteuer. Hildebrands Keller. Okay. Beitreten. Ronny schon mal da. So, bis Karl Metzen soweit ist, kann ich ja schon immer noch mal fix das Fenster zumachen. Bei mir steht aber auch Frostabenteuer. Ist aber nicht das. Ich kann es auch nicht anklicken. Dann gehen wir, du kannst ja auch suchen nach Karl. Hier da oben. Ja. Ah, ist er. Anpassen. Ich wollte den ja. So spielen. Chaos einfach so. Harre, harre, ich bin der Teufel. Teufel mit Engelsflügel. Wohlgemerkt. Also Dämonen-Skin mit Engelsflügeln sind das. Und die Engelsflügel zählen als Rucksack. Bereit, 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 bereit. Aber dein Charakter sieht auch so nach Stärke aus, Kamelze. Echt? Oh, keine Ahnung. Erstmal zum Reinkommen. Nee, ich kann auch gut jonglieren. Ja. Ich kann meinen auch zur Not auf Intelligenz spielen. Okay. Man sieht ja unten die ganzen Attribute. Ja. Talent. Okay. Oh, erstmal Also wieder auf reinfuchsen, Intelligenz ey. kann ich mein Spielen auch. Also das ist jetzt hier ein Händler. Gold haben wir ja noch nicht wirklich viel. Ein 16. Gottesbart, Kurzbogen. Ich habe 66 Gold. Ja, kannst Ist dir das was kaufen? unser gemeinsames? Nein, Nee, jeder nee. hat eigenes. Okay. Wir können zwar den Ge anderen das Ge Geld noch geben, wenn er was Wo haben will. sehe ich denn meine Ausrüstung? Offen. Du hast hier deine Tasche, da siehst du, was du hast und was du anhast.
wenn du hier auf dem Inventar gehst. Mhm. Hammer des Schmieds. Ja. 10 körperlicher Schaden. 15 körperlicher Schaden. Und die Symbole, musst du aufpassen bei den Symbolen. Je weniger, desto besser. Weil ja, aber es gibt auch eine, die sind zerbrechlich. Ja. Ich sollte einmal was daneben gehen, ist die Waffe Schrott. Hm. Aber so, wenn sie nicht... Aber machen halt gut Damage. Wenn sie nicht zerbrechlich sind, dann möglichst wenig Symbole, weil umso weniger Würfel müssen übereinstimmen. Ja. Ich glaube, also, Intelligenz haben wir ja nicht so. Also ich trage gar keine Rüstung. Eine Lederweste wäre interessant, oder? Naja, das kommt alles noch. Aber er hat ja eine zu verkaufen. Oder soll ich eher mal sparen? Oh, kannst dir nehmen. Ja, ich überlege gerade mit der Waffe, ob ich meins auf magischen Schaden spiele. Weil wir machen ja alle körperlichen. Also. Oh Gott, wo sah ich denn jetzt, wie die... Ach, da ist der Preis, 23. Obwohl, du sagtest mit Rüstung, das wäre vielleicht auch nie ganz verkehrt. Ich hätte mir den Fischermantel jetzt noch gegönnt. Ach ja, und verkaufen machst du dann halt, wenn du hier auf Inventar gehst, dann auf die Sachen. Ich nehme für uns mal, den Gottesbart mit. Ja. So. Ich würde erstmal bei meinem Zeug bleiben, was ich habe und gut ist. Ja, also ich habe kurz Zwisch, weil wir sonst alle nur auf körperlichen waren. Hm. Aussetzen. Ich bin breit. Ja. So, mein Rekord war fast 100 Räume. Ach du Scheiße. Okay. 96 Räume insgesamt geklärt. Ah, das ist ein Gegner. Auf die Elfen müsst ihr gehen. Okay. Weil sie hat magische Rüstung sozusagen und die wird meinen Schaden abschwächen. Das siehst du an dem lilanen Schild dort oben, wo die 2 drin steht. Ich mache. Oh Gott, wie konnte ich jetzt den Gegner auswählen? Ich glaube auch anklicken. Du musst anklicken. Ach so, okay. Okay. Ah. Shit. Okay. Das war wieder lernen alles. Ja. Wie ausgewichen. Okay. Damit war's mit das mit der Elfe. Oh, ein Schaden. Ey. Boah. So, jetzt ist es eigentlich fast egal, hä? Ja. Gut, die Pflanze ist noch immun gegen Blutung, aber das dürfte mir erinnern, ist wirklich. Bluten, Wasser und Betäuben. Ist immun. Mist. Ich glaube, ich bin noch zu verwöhnt, so. In den Erinnerungen von damals. Weil dann später hast du ja dann oder einfach nur noch komplett Damage machst. Aber dort müssen wir ja erstmal wieder hinkommen. Ja.